Hallo René, wir sind auf dem Symphony Summit in Hamburg am 9. September 2013 und ich habe hier kennengelernt und wollte dich fragen, kannst du dich erstmal vorstellen? Ja, also ich bin der René Gust, ich wohne momentan in Berlin. Ich habe da 2007 angefangen, Medieninformatikstudium zu absolvieren und ja, bin seit 2007 auch selbstständig und mache halt im PHP-Webbereich so Projekte. Okay, und wie lange machst du Symphony? Symphony 1 habe ich jetzt angefangen, so vor zweieinhalb Jahren mir das anzugucken, weil ein Freund mich darauf aufmerksam gemacht hat und genau, seitdem mache ich Projekte damit. Okay, ja. Und der Sprung von Symphony 1 zu Symphony 2, ist das ist ein großer Sprung, oder? Es ist halt schon, da ist halt sehr viele komplizierte Komponenten dabei, so die... Die Symfony-Entwickler haben halt schon irgendwie sich umgeguckt in dem professionellen Bereich Java und so, haben da einige Konzepte übernommen und das ist halt schon für jemanden, der aus der Webentwicklung kommt und sich das halt alleine beigebracht hat, schon eine gewisse Lernkurve. Ja, ja, yeah, okay. Was ist für dich das Schwierigste? Also gibt es ein Konzept, das besonders schwierig ist zu meistern? Also... Oder alles. Es ist halt bei sehr vielen Bundles irgendwie schon eine große Komplexität vorhanden. So, also wenn man sich das ganze Caching irgendwie anguckt, da, wo man halt das ganze HTTP-Caching irgendwie benutzen kann, das braucht halt schon eine gewisse Zeit, um sich da einzuarbeiten. Ja, einfach. Okay. Und wenn das alles sehr kompliziert ist, höre ich auch von anderen Leuten, es gibt aber dennoch Vorteile für Entwickler. Und wieso tut man sich diese ganze Komplexität an? Naja, der größte Grund ist natürlich irgendwie, um Standards zu schaffen irgendwie. Einfach, dass man halt innerhalb von Projekten irgendwie Standards hat, wo halt jeder ungefähr weiß, wo er einzusetzen hat und dass man sich einfach auf Standards einigt. So. Okay. Also ist das... Also für Teamarbeit ist das besonders wichtig. Hauptsächlich ja. Für Teamarbeit. Aber auch wenn man einzeln Projekte macht, das ist halt Symphony, ich weiß jetzt nicht, wann die Symphony, wann Fabienne das angefangen hatte, aber man merkt halt in dem Framework, da sind so viele kleine Sachen, zum Beispiel das Form-Framework, wo man irgendwie sich wochenlang irgendwie mit auseinandersetzen müsste, wenn man das alles von der Basis aus programmieren möchte. Und es ist einfach cool, dass man halt so ein Framework hat, was man jederzeit wieder verwenden kann und dass es halt schon sowas gibt. Okay. Also die Lernkurve ist einigermaßen steil, aber wenn man einmal drin ist, dann... Also, ich würde nicht sagen, dass die Lernkurve bei Symphony steil ist. Also, man kann auch, wenn man keine Symphony-Kenntnisse hat, da auch relativ leicht, schnell zu Erfolgen kommen. Das ist ja auch das Coole an Symphony, dass es halt super dokumentiert ist, dass es da super Tutorials gibt. Einfach da auf Documentation bei Symphony gucken und da findet man sich schnell recht. Okay. Und jetzt zur Community in Berlin. Bist du da aktiv in der Community? Gehst du auf die User Group und so? Oder? Ich bin bis jetzt noch nicht so in der Community drin, nein. Okay, ja. Kannst du das irgendwie einschätzen? Ist das besonders aktiv in Berlin, die Symphony Community, oder ist es... Das kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig einschätzen, nein. Ja, okay. Und also wenn du nach Ressourcen suchst, also wenn du nach Hilfe suchst mit Symphony, wenn es irgendwas nicht klar ist oder wenn es fehlende Dokumentation ist. Ja. Gibt es Leute da, mit denen man sich in Verbindung setzen kann? Wie macht man das? Also ich habe halt das Glück, einen Freund zu haben, der da schon seit Jahren irgendwie auch committed und von daher spreche ich ihn einfach dann immer an. Okay. Aber ich denke mal, dadurch, dass ich noch nicht das Bedürfnis hatte, irgendwie jemand anderes anzusprechen, weiß ich das nicht so genau. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es da einfach in den, dass es da Mailinglisten gibt und Foren. Da muss man einfach nur auf Symphony kommen, gucken. Ja. Da findet man sicherlich. Okay. Ja. In Berlin gibt es alles. Das ist sowieso. Ja. Ja, dann vielen Dank für das Interview und viel Spaß noch. Ich hoffe, dass du viel lernst und ja, Dankeschön. Ich danke dir.